Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Pokémon Amarillo und Alpha Saphir Wi-Fi Battle. Heute mit dem Team aus der letzten Team-Tube im OU-Tier. Und zwar gegen Helin. So. Das ist jetzt der zweite Versuch für diesen Kampf. Und ich bin schnell genervt. Nein. Ich mag es halt nicht, wenn es DCs gibt und man schon ein paar von den Sets der Gegner kennt und vielleicht auch die Spielweise, wobei ich gegen Spielweise zu kennen nichts habe. So. Ich wähle mal eben ein Stück aus. Ich kenne deswegen das Team auch schon und weiß halt ein paar Sachen. Wie zum Beispiel, dass Superior mich zerstört, aber das wusste ich auch vorher schon. So. So. Wir haben nicht ausgemacht, dass wir dieselben Leads machen. Genau, habe ich gesagt, sie kann ruhig einen anderen Lead nehmen. Ich will jetzt erstmal gucken, womit ich leaden möchte. Und zwar hast du letztes Mal mit Superior geleadet und das hat ziemlich kaputt gemacht. Das heißt, da würde ich dann ganz gerne mit Lao gegenleaden, also mit Medicham. Das Problem ist, dass die anderen Obvious Leads, der andere Obvious Lead, einigermaßen Obvious Lead, wäre Panzeron, also einer von den dreien, einer von den zweien. Ich könnte halt hoffen, dass Garchomp kommt, deswegen liebe ich jetzt einfach mal hier mit meinem Medicham. Vorweg, offensives Garchomp mich halt auch speedet, ne? Ich liebe einfach mit Medicham. Und werde mal gucken müssen, was das für ein Garchomp ist. Ich werde den dann wahrscheinlich einfach sofort in meinen Rotom wechseln. Okay, jetzt kommt der Panzeron-Lead. Lade ich tatsächlich auch sofort in meinen Rotom. Denke ich. Ja, mache ich. Und werde da sofort raus-Volt switchen. Und es kommen die Rocks. Ist kein Problem. Also, ist jetzt nicht schön, aber auch nicht allzu schlimm. So, Volt Switch. Und dann wollen wir mal gucken, was hier reinkommt. Ich schätze nicht, dass Panzeron drin bleiben wird. Und wenn es drin bleibt, ist das kein Problem. Dann hole ich da etwas gegen rein. So. Es kommt rein. Serpi-Royal. Okay. Serpi-Royal. Dagegen gehe ich auf mein wundervolles Medicham. Drücke den Mogelhieb. Nur um danach wieder rauszuwechseln. Ihn Life Orb Damage fressen zu lassen. Sie Life Orb Damage fressen zu lassen. Und danach nochmal einen Mogelhieb rauszuhauen. Aber da kommt der Switch Out in Panzeron zurück. Okay. Ja, kriege ich wenigstens meine Mega raus und den Dingens gebrochen, die Robustheit. Wobei es nicht allzu viel machen wird, dass Teil Leftovers hat und dann wieder hochgeheilt ist. Aber hey, kein Problem. Also ich schätze, dass es Leftovers hat. Nee, es ist Rocky Helmet. Ich hab ja letzten Kampf schon gesehen. Ist egal. Also ich habe gesehen, dass es keine Leftovers hat. So. Ich gehe hier ins Sox und Volt switche wieder. Ist zwar recht obvious, aber genau das könnte auch dazu führen, dass ihr das nicht prediktet. Einfach weil es so obvious ist. Das Problem ist halt, ich kann auch mein Sticky Web nicht rauslegen, solange das Superior noch da ist. Weil solange... Wobei, ich habe HP Fire, das heißt, es outspeedet nicht so oder so. Aber ich tank halt einen Hit, der jetzt keine HP Fire hat. Oder eine HP Ice oder so. Jetzt kommt der Wirbelwind. Hätte nichts dagegen, wenn mein Superior reinkommt. Da ist es nicht Superior. Aber doch, da will ich nicht drin bleiben. Iron Head, ich mache den gleichen Fehler wie letztes Mal, nicht nochmal. Ah, so Sox. Viel Spaß daraus. Das kommt nochmal, der Wirbelwind. Hätte ich mal Flamethrower gedrückt, wäre vielleicht gut gewesen. Was soll der Scheiß hier eigentlich? Go Rotom. Ich überlege, ob ich dann einfach Willow drücken möchte, wenn Rotom drin ist.
Ich glaube, das würde ich machen. Eisenschädel. Okay. Okay, es ist Willow-Zeit. Es ist Willow-Zeit. Nichts hätte gern Willow, außer vielleicht Saat. Aber es ist halt der Vote-Switch obvious. Doch, warte, das Pixie hat auch nichts gegen Willow. Ich bin dumm. Hallo, willkommen zurück zu Ich bin dumm. Ich hoffe halt irgendwo auf die Gelegenheit, mich gegen das Pixie zu setupen zu können. Ares kommt rein, das ist... Ach ja. Chomp. Ist aber auch kein Fan von Willow. Und da werde ich jetzt einmal Pain splitten. Weil ich werde jetzt wahrscheinlich ziemlich weit runtergehauen werden. Und dann dagegen einen Pain split rauszuhauen, kann nicht unbedingt verkehrt sein. Es kann verkehrt sein, aber es muss nicht. Okay, es kommt ein Switch-Out. Dagegen Pain split zu bekommen ist auch nicht schlecht. Außer es ist sehr Royal. Dann ist das schlecht. Weiß. Willow wäre mir lieber gewesen oder ein Vote-Switch. So. Jetzt darf ich hier meinen Vorder picken. Und ich glaube, ich nehme Shuckle. Ich hätte vielleicht doch in Unkenntnis Pixie spielen sollen. Wäre vielleicht ganz gut gewesen. So. Mach Shuckle kaputt, brauchst auch zwei Hits für. Außer du misst vielleicht einen. Das kann nicht verkehrt sein, deswegen drücke ich Toxic. Misst mal bitte einen Blättersturm. Schade. Hätte ja sein können. So. Plus 4. Oh Gott. Superior ist so ein Problem. So, Medicham. Ich kann es mir halt auch nicht leisten, gegen der, hier einen Switch-Out zu predikten. So, Mogelhieb. Weil wenn er drin bleibt, ich sag lieber er, weil der Gegner, und ansonsten verbessere ich mich hier nicht durchgehend den ganzen Tag und das nervt dann alle und dann sind alle traurig. So. Das Teil ist nochmal rausgegangen. Das heißt, ich tanke da einen mit Pixie. Das ist gut. Und ich gehe raus in Rotom. Ich will mit Lau hier nicht drin bleiben, auch wenn jetzt der Wirbelwind kommen könnte. Es ist mir zu risky. Iron Head. So, es ist Volt-Switch-Time. Das Panzer-Iron muss eigentlich Damage drauf bekommen. Damit Serpiroyal es zerstören kann mit der Hidden Power Fire. Oder wahrscheinlich mit der Kombination aus Blättersturm und Hidden Power Fire. Okay, jetzt kommt der Switch Out in Serpiroyal. Okay, jetzt könnte es low genug sein. Auf jeden Fall werde ich werde auf jeden Fall wieder in Medicham gehen. Oder. Nein, ich gehe nicht in Medicham, ich gehe in mein Lando und drücke U-Turn. Alter, der Quit. Lando sollte einen Hit tanken. Oder ich mach's noch schlauer und gehe in Pixie und drück Flammenwurf. Ich bin dumm. Hallo, willkommen. So. Go, Flammenwurf. Oder Moonblast. Moonblast reicht mit Life Orb. Also mit Life Orb von Serpiroyal. Es kommt der Blättersturm. Der macht ca. 50%. Ja. Es kommt Serpiroyals Life Orb und dazu noch der Moonblast. Und das war's für Serpiroyal. Okay, das Teil ist weg. Das ist gut. Das ist nämlich der größte Threat. Der allergrößte. So. Es kommt rein Justin, das Glurak. Ich gehe hier in Insel in der Hund 01. Weil ich Angst vor dem DD habe, weil ich nichts gegen das Teil machen kann. Und wenn es jetzt hier hoch Dragon Dance, kann es einfach kaputt machen.
Und das ist sowieso Saat X, wenn ich mir das Team angucke. Saat Y macht recht wenig Sinn. So, ja, da ist das Saat X und jetzt kommt ein Dragon Dance, genau. So. U-Turn ich hier einfach raus oder ich drücke eigentlich EQ, weil ich kann halt gegen die anderen, ich outspeede halt den ganzen Rest. Ich kann dann da auch noch so raus U-Turn. Also EQ. Jetzt kommt der Switch Out wahrscheinlich in das Skarmory, genau da ist Panzeron. Oder halt Garchomp, aber es kommt halt Panzeron, wie ich es schon erwähnt habe. Und ich werde nicht mal raus U-Turn, weil ich den Damage davon nicht fressen will. Hier einfach ein Sox. Das tolle Rotom der Tolligkeit, da er da nichts gegen machen kann. Außer vielleicht Wirbelwinden. Jetzt kommt der Wirbelwind und ich hoffe die ganze Zeit darauf, dass mein Serpiroyal mal reinkommt. Das ist nicht Serpiroyal. Aber Lao outspeedet eh nichts, außer das outspeedet das Pixie, ne? Aber da habe ich Samson. Bleib ich Samson für. Ich darf Samson dann Low gehen lassen. Okay, ich bleib drin und drück High Jump Kick. Und treffe, bitte. Es kommt der Switch Out. Ne, warte, in Slowbro. Sailor Moon? Oder auch nicht in Sailor. Noch nicht in Slowbro. Der High Jump Kick macht wie viel? Das war ein Crit, oder? Nein, war es nicht. Es ist einfach nur ein voll speziell defensives Pixie. Ich drücke Zen Headbutt einfach für den Fall, dass ich Min Damage bekomme. Okay, jetzt kommt der Switch Out in Slowbro, schätze ich. Panzeron zurück, okay. Hätte ich mal nochmal High Jump Kick geklickt. Oh, es kommt der Mist. Zum Glück habe ich nicht High Jump Kick geklickt. Aber ich klicke jetzt nochmal High Jump Kick. Das war ein Crit. Aua. Autsch. Das tut weh. Das tut weh. Jetzt kommt Slowbro rein. Oder auch nicht Slowbro. Ist das Scarf Chomp? Ich gehe stark davon aus. Aber Lao brauche ich halt nicht. Das heißt, ich drücke Ice Heap. Und ja, es kommt die Drachenklaue. Es kann halt einfach Max Speed sein. Ich glaube, es hat 102 Base. Sollte es, wenn ich nicht dumm bin in meinem Kopf. So. Burn Damage. Und jetzt ist die Zeit, um in Samson zu gehen. Und von da auf aufzuräumen. Mit Blättersturm jetzt. Oder halt Dragon Pulse gegen das Saat. Denn Ares kann mich nicht one-hitten. Einfach weil ich halt. Weil ich ihn halt angezündet habe, da halt auch mit Poison Jab sollte er mich nicht one-hitten können. Sollte ihn haben. Der Gegner. Sailor Moon kommt rein. Bist du voll speziell defensiv? Werden wir jetzt sehen. Sind halt minimal weniger als meins, also könnte schon speziell defensiv sein. So. Brauche ich noch irgendwelche Boosts? Ich glaube nämlich nicht, ich sollte alles one-hitten können und Dragon Pulse trifft halt eher. Aber der. Ich bin dumm, weil das ist eine Fee. Ich drücke doch lieber Blättersturm als Dragon Pulse, glaube ich. Ist eine gute Idee, habe ich gehört. Erzählt man sich so draußen in der Welt der Welten? Oder so? So, jetzt sollte reinkommen. Wenn es Scarf Chomp ist, Scarf Chomp. Und ansonsten vielleicht das Slowking und hoffen, dass ich misse. Was anderes halte ich für recht. Die andere, also in Saat oder wenn es halt nicht Scarf Chomp ist, in Chomp. Okay, es scheint Scarf Chomp zu sein. Ich drücke einfach Dragon Pulse. Jetzt sehen wir, ob Scarf Chomp ist oder nicht. Also ich tank ein, weil er brennt. Okay, es ist Scarf Chomp. Wenn jetzt kein Crit kommt, dann lebe ich. Oh Gott, ist das wenig. So, tschüss Chomp. Das tankst du nicht. Ja. Das war's für Chomp. Saat X wird jetzt gewonnen-hittet. Und das Slowbro
ebenso. Justin kommt rein. Ich wäre tatsächlich in Slowburg gegangen. Einfach in der Hoffnung, dass der Blättersturm ist. Weil es ist halt das Einzige, was noch helfen könnte. So, das Teil ist weg, das Saat. Und jetzt kommt Slowbro rein und wird von einem Blättersturm zerstört. Wie viele Kills hat es dann? Ist das ein Sweep? Naja, 4 Kills. Das wäre dann wieder ein, das wär ein sehr royales Sweep. Wirbelt dann das Slowbro aus. Wir brauchen jetzt nicht einen ewig langen Aufstand draus zu machen. Selbst wenn es jetzt deceit, ist mir egal. Der Sieg steht fest zu 100%. Das heißt, wäre mir egal, wenn es deceit. So, Blättersturm. Hittet und tschüss, Slowbro. So, GG. War knapper, als es aussieht. Kann man das sagen? Ja, ich denke, schon sollte man tun. Einfach, weil das für PBU hätte mich halt auch genauso gut sweepen können. Hätte es, denke ich. Sollte es. Wobei halt Medicham das für PBU mit ein paar Mulligeben aufhalten kann. Aber und so. Verstehe da, ne? Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.